Ja, meine Damen und Herren, mein Gast jetzt hier, Frank Dreke, CEO der BNG Logistics Group. Lieber Frank, wir duzen uns seit langem. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, du hast ja gestern schon die große Verabschiedung gehabt. Viele, viele Jahre in der Logistik aktiv, viele, viele Jahre auch in der BVL. Jetzt hier auf dem roten Sofa, freue ich mich sehr. Mit welchem Gefühl ist das jetzt so deine Supply Chain CEO? Also erstmal finde ich, dass das Format, zumindest das, was ich auch heute erlebt habe, sehr gelungen ist. Wir sind moderner, wir sind offener geworden, was auch notwendig war, muss man ganz ehrlich sagen. Und mein Gefühl ist sehr gut. Ich finde es frisch. Ich denke, es gibt immer noch Dinge, die man möglicherweise verbessern kann. Aber das Organisationsteam hat einen Riesenjob gemacht, muss man ganz klar sagen. Also ich glaube schon mal, das ist ein Erfolg von dem etwas verstaubten Kongress in eine CX zu gehen. Für mich persönlich ist es die erste und die letzte CX, aber das ist auch in Ordnung. Insofern, ich bin ganz zufrieden. Wie viele Jahre bist du in der Logistikbranche jetzt aktiv? Ja, ich fange mal ganz vorne an. Ich habe 1979 nach dem Abitur Schifffahrtskaufmann gelernt. Also mit der Schifffahrt und Logistik, dann war ein Studium dazwischen. Aber an sich seit 79. Ich weiß gar nicht, es sind glaube ich erst 22 Jahre. Ja, man könnte auch sagen, du bist glaube ich ein Eckrentner, wenn ich ganz ehrlich bin, oder? 45 Jahre ist doch dann so, glaube ich, dann ist man doch ein Eckrentner, wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist richtig. Wie blickst du so auf die Zeit zurück, gerade in der Logistik? Wie hat sich die Branche auch verändert jetzt? Also ich glaube, wenn man die letzten 10 Jahre betrachtet, hat sich die Logistik, hat sich die Wichtigkeit der Logistik, darauf beziehe ich das mal, erheblich verändert. Man hat endlich erkannt, und ich sage bewusst endlich erkannt, wie wichtig Logistik ist. Corona hat uns gezeigt, dass Lieferkettenproblematiken entstehen können und die Logistik die einzige Branche ist, die das an sich lösen kann. Die Resilienz, und das ist ja das Zauberwort, was in den letzten Jahren immer wieder benutzt wurde, aber auch zu Recht in der Logistik benutzt wird. Die Resilienz der Logistik hat gezeigt, dass wir die Wirtschaft tatsächlich am Laufen halten können. Und wir sind ein ganz wichtiger Motor. War das in der Vergangenheit grundsätzlich anders? An sich nicht, aber man hat es nicht so erkannt. Ich glaube einfach, zumindest die Wirtschaft hat erkannt, wie wichtig Logistik ist. Soll ich auch was zur Politik sagen? Das wäre jetzt meine Anschlussfrage. Jetzt ist ja Erkenntnis noch nicht gleich Wertschätzung. Wie würdest du das einschätzen? Ich glaube, die Wirtschaftsunternehmen, wir als Gesamtwirtschaft, haben erkannt und schätzen die Logistik mittlerweile sehr. Bundespolitisch ist es weiter eine Katastrophe. Was im Bundesverkehrsministerium passiert, ist, ich weiß gar nicht, mit welchen Worten ich das ausdrücken soll. Und ich kann da auch kaum noch diplomatisch agieren. Die Ignoranz der Wichtigkeit, auch der Investitionsnotwendigkeit, wird immer nett gesagt und es wird kundgetan, aber es passiert nichts. Und ich kann allen sagen, es wird auch in den nächsten 12 Monaten nichts passieren, weil dann haben wir Bundestagswahl. Meine große Hoffnung ist, dass sich die neue Bundesregierung tatsächlich anders um das Verkehrswesen kümmert, um die Logistik kümmert, weil das brauchen wir. Ich meine, es ist natürlich auch eine Frage des Geldes, wenn man mal ehrlich ist. Also ich meine, das kostet einfach viel Geld, um die Infrastruktur entsprechend instand zu setzen. Aus deiner Sicht, wir reden viel über eine Schuldenbremse. Sollte man die dann auch entsprechend aufweichen und vielleicht gezielte Mittel dann auch für die Infrastruktur zusätzlich freigeben? Vielleicht mal 2 Beispiele. Ja, das sollte man, um die Frage gleich zu beantworten. Wir haben 16.000 Brücken in Deutschland, 4.400 werden im Moment nur saniert. Wir wissen aber, dass wir weitere 10.000 sanieren müssen. Also wir müssen Geld zur Verfügung stellen. Das zweite Beispiel sind die Kajen. Unsere Kajen in den Häfen brauchen einfach eine Sanierung. Und zwar in allen Häfen, die wir in Deutschland haben. Die Bundesregierung zahlt seit 2002 38 Millionen Euro für 60 Häfen. In Rotterdam wird ein Hafen gebaut und subventioniert mit 4 Milliarden. Ich glaube, da brauchen wir gar keine weiteren Zahlen sprechen lassen. Wir schlafen einfach. Die Bundespolitik will nicht verstehen, welche Notwendigkeiten die Logistik für die Republik hat.
Und wenn sie es nicht, wir erzählen denen das, aber das ist manchmal wie in der Schule. Ne, es gibt Leute, die verstehen, die können nicht rechnen. Die haben einfach eine Schwäche im Rechnen oder ein Schreibproblem. Unsere Politiker, Bundespolitiker, haben ein Denkproblem. Und das kann ich leider im Moment nicht lösen. Ich hoffe, dass wir das im Laufe der nächsten Jahre und mit einer neuen Bundesregierung endlich lösen können. Wenn wir mal ein bisschen vorausschauen, ich meine, also der Stellenwert der Logistik hat zugenommen. Was bedeutet das so für die Zukunft? Vor allen Dingen, welche Themen werden die Logistik in Zukunft auch treiben? Gut, wir haben natürlich in den letzten Jahren ganz stark das Thema der Digitalisierung, der Automatisierung erfahren. Allein dieser Kongress zeigt, dass KI eine wesentliche Rolle spielt. Aber mittlerweile ist KI etwas, mit dem wir uns als normales Thema beschäftigen. Das ist nicht mehr, die schlimme KI, sondern es gehört dazu. Ich glaube einfach, ich bin sicher, sehen wir auch bei uns im Unternehmen, die Digitalisierung wird noch weiter fortschreiten, die Automatisierung wird noch weiter entwickelt werden. Als wir 2015 den Logistikpreis gewonnen haben, haben wir den mit Robotern gewonnen und jeder sagte, das ist wie Star Wars. Wir nannten das damals Stargate. Mittlerweile ist das normal. Also die Entwicklung ist schon rasant und die wird auch weiter so rasant bleiben. Und ich glaube, die Unternehmen, die das begreifen, werden auch weiter konkurrenzfähig sein. Wo kommen die Mittel für die Investitionen her? Also wir haben Eingangssequenz heute gehört, dass die Rahmenbedingungen gerade in Europa und in Deutschland auch schwierig bleiben. Wo kommt das Geld dafür her, für die Logistik, damit die Unternehmen dann auch entsprechend investieren können? Gut, die Suprastruktur bzw. Investitionen in den Unternehmen, die müssen wir als Unternehmer selbst tragen. Das müssen wir aus den Ergebnissen tatsächlich bewerkstelligen, die wir hoffentlich erzielen. Die Infrastruktur, und darüber sprachen wir ja, Straßen, Schiene, Wasserstraßen, Hafenanlagen, und zwar Hafenanlagen, Kajen, nicht die Suprastruktur, die muss von den Ländern und vom Staat kommen, vom Bund kommen. Noch einmal, die Weser, die Elbe, ich will jetzt nicht alle Flüsse Deutschlands aufzählen, aber ich sag mal, die großen, wo die Häfen liegen, sind Bundeswasserstraßen. Und Bundeswasserstraßen sowie Bundesautobahnen müssen erhalten werden. Das, wie gesagt, geht in die Köpfe zumindest gewisser Politiker noch nicht so richtig rein. Wie schaust du auf die großen Entwicklungen, gerade so im Welthandel, die heute Morgen auch beschrieben worden sind? Es gibt neue Märkte, die da auftauchen. Man muss sich die Frage stellen, wie stark kann man von China irgendwie sich entkoppeln? Sollte man das überhaupt tun, etc.? Wie gehst du damit um? Wie schaut ihr da drauf? Also, was heute Morgen gesagt wurde, war vollkommen richtig. Wie eine Entkopplung von China wäre fatal und ist auch falsch. China ist die größte Volkswirtschaft der Welt. Und sich von einer Volkswirtschaft, der größten Volkswirtschaft der Welt zu entkoppeln, wäre wirtschaftlich gesehen einfach fatal. Wie viele Unternehmen sind von China abhängig? Mittlerweile auch in Deutschland oder gerade in Deutschland. Wir können ohne China nicht. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Also kann es nur ein Miteinander geben. Und ich glaube, wir müssen uns darauf wieder besinnen, zu sagen, ein vernünftiges Miteinander, auch eine vernünftige Kontrolle von Investitionen ist machbar, wenn man es will. Es muss aber auch politisch richtig begleitet werden. Und ich will jetzt nicht nur auf der Bundespolitik herumhacken, aber wenn es um Wirtschafts- und Verkehrspolitik geht, haben wir ganz viel Luft nach oben. Schauen wir nochmal zum Abschluss auf die BRG. Du gehst zum Jahresende in Ruhestand, warst dann viele, viele Jahre jetzt auch CEO des Unternehmens. Wie hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren verändert und wie wird es sich in Zukunft verändern noch? Also ich kann ja nur über die Vergangenheit sprechen, über die letzten 12 Jahre. Ich glaube, dass wir viel digitaler geworden sind. Wir sind viel prozessorientierter, prozessoptimierter geworden. Wir haben das Thema Automatisierung sehr stark gefördert. Wir haben das Thema Ausbildung, eigene Ausbildung sehr stark gefördert. Wir haben einen großen Fokus drauf gelegt. Und wir haben das Thema Wachstum, worauf jedes Unternehmen Wert legen sollte. Darauf haben wir großen Wert gelegt, aber kontrolliert. Kontrolliertes Wachstum in Bereichen, wo wir auch tatsächlich erfolgreich sein können. Insofern, glaube ich, können wir
mit den letzten Jahren so ganz zufrieden sein. Ich bin zumindest mit den letzten Jahren zufrieden. Und ich bin sicher, dass mein Nachfolger das garantiert genauso, wenn nicht sogar noch besser macht. Er ist ja auch jünger und hat noch mehr Schaffenskraft. Und er lächelt mich gerade an, weil er dort steht. Also Matthias wird das Schiff schon richtig lenken. Ich glaube, das ist so ein schönes Schlusswort. Das müssen wir dabei jetzt belassen, lieber Frank. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch hier auf dem roten Sofa. Und erstmal noch eine schöne Supply Chain CX, würde ich sagen. Vielen Dank.